Eisenbahnen haben Erfahrung beim Transport flüssiger, explosiver oder leicht brennbarer Substanzen. Ende jeden Jahres sind jedoch brennbare Waren spezifischer Natur zu transportieren. In den EU-Ländern wird hauptsächlich Pyrotechnik aus China verkauft. Nur die Firma Weco führt nach eigenen Angaben in Eitorf, Freiberg und Kiel eine wesentliche Eigenfertigung von 40% des Gesamtumsatzes durch. Alle in der EU legal verkauften Waren müssen das CE-Qualitätszeichen sowie Aufschriften in Landessprache besitzen. Einzelne EU-Mitgliedsländer haben zusätzliche Vorschriften, welche den Spaß mit dem Feuerwerk regeln. In Frankreich dürfen Privatpersonen beispielsweise nur bis zu 7 cm lange Raketen besitzen. Größere Artikel sind berufsmäßigen Pyrotechnikern vorbehalten. Deshalb kontrolliert die französische Polizei an der Grenze zu Deutschland jedes Jahr zurückkehrende Fahrzeuge und beschlagnahmt illegale Knaller und Feuerwerke. Ähnlich macht es die deutsche Polizei an der deutsch-polnischen Grenze. In Polen darf man lautere Knaller als in Deutschland verkaufen. China-Böller aus Polen oder Tschechien enthalten außer Schwarzpulver teilweise gefährlichen Sprengstoff. Auch sind die Zündungen unzuverlässig. Mal kommt der Knall fast sofort, mal dauert es viel zu lang. Trotzdem konnte das RTL-Fernsehen mit versteckter Kamera einen polnischen Verkäufer filmen, der Tipps gab zum Schmuggeln der verbotenen Knaller über die Grenze. Das Parken und mit Grenze ist keine Probleme. Keine Probleme. Mit der Grenze gibt es kein Problem? So, so. Doch der Böllerschmuggel unter der Jacke ist riskant. Besser ist es, sich zu Hause legales Feuerwerk zu besorgen, welches das Siegel der Berliner Prüfanstalt BAM trägt. Diese legalen Feuerwerkswaren werden durch Profis der Transportbranche ausgeliefert. In Berlin zeigte uns die Firma DB Schenker, wie solche Transporte aussehen. Zwar ist deren Mutterkonzern die Deutsche Bahn, aber der Kunde wünschte keinen Bahn, sondern einen LKW-Transport vom Lager des Herstellers zum Zwischenlager und weiter zu den Geschäften. Bei diesem Saisongeschäft sind Überstunden unvermeidlich. Über einer Netto-Explosivmasse von 333 Kilo muss das Fahrzeug gekennzeichnet werden. Ich muss eine Schulung abgelegt haben. Die Schulung beläuft sich über 2 Tage, wird von der IHK geprüft und dieser ganze Prozedere zwecks der Schulung muss alle 5 Jahre wiederholt werden. Heiko Herpich ist einer von 30 Fahrern der Nordberliner Filiale von DB Schenker, welcher die Berechtigung zum Transport von Gefahrgütern besitzt. Gleich wird er 15 Feuerwerkspaletten auf seinen Laster verfrachten. Die Menge überschreitet deutlich das erlaubte Gewicht von 333 Kilogramm sogenannter Netto-Explosivmasse, welche ohne Sonderschulungen befördert werden darf. Die Lagerhalle des Logistikers ist mit 370 Feuerwerkspaletten gefüllt. Also LKW hat eine Zuladung von 5,4 Tonnen und einen Stellplatz von 17 Euro Paletten. In Deutschland dürfen Böller und Feuerwerkskörper nur in den letzten 3 Tagen des Jahres verkauft werden. 2 Tage zuvor holt der Spediteur die sensible Fracht beim Produzenten ab. Die Endverkäufer haben nur begrenzte Lagerflächen. Deshalb liefert alleine in Nordberlin DB Schenker die Artikel in 115 Fuhren aus. Die gesamte Vertragspartie wiegt etwa 100 Tonnen. Für einen anderen Kunden liefert DB Schenker in diesen Tagen ebenfalls in Nordberlin sogar 150 Tonnen der explosiven Pakete aus. Jahr für Jahr kaufen Deutsche zum Jahresende in nur 3 Tagen Feuerwerke und Knaller für etwa 125 Millionen Euro. In Polen nennt das Landesstatistikamt keine exakten Zahlen. Pyrotechnik wird zu derselben Warengruppe wie Sprengstoff oder Streichhölzer gerechnet. In dieser Kategorie importiert Polen jährlich aus China Waren für 16 Millionen Euro. Man kann vermuten, dass das zum großen Teil Feuerwerke sind. Deutschlands Ausgaben für Silvesterknaller gehören klar zur europäischen Spitze. Die Ware ist verladen. Jetzt muss der Fahrer einem dazu berechtigten Kollegen zeigen, dass das Fahrzeug die rechtlich geforderte Kennzeichnung hat, dass Feuerlöscher und spezielle Sicherheitsausrüstung vorhanden sind. Klar, alles passt, der Lastwagen kann losfahren. Vor jeder Silvesternacht hat DB Schenker ohne Pause 10 solcher Lastwagen im Einsatz, welche entsprechend dem Vertrag 55 Nordberliner Supermarktfilialen beliefern.
einige von ihnen bekommen, bildlich gesprochen, frische Böller sogar mehrmals am Tag. Der Transport erreicht sein Ziel 17 Minuten vor der vereinbarten Uhrzeit. Die Logistikkette funktionierte. Abnehmer der Waren ist eine vor kurzem neu eröffnete Supermarktfiliale. Diese liegt direkt an einer S-Bahn-Station, hat 1300 Quadratmeter Verkaufsfläche und wird rege besucht. Um 7:30 haben wir unsere Filiale geöffnet. Wir haben fast 15 Paletten verkauft. Meistens die Batterien, die sind sehr gut gefragt. Diese Familiensortiment geht auch immer ganz gut, weil es halt alles in einem kompakt ist, eingepackt. Knaller und Feuerwerke werden auf einer großen Ladenfläche präsentiert. Das lockt. Der Umsatz floriert. Schon zum zweiten Mal bringt der Laster Nachschub. Die dritte Nachlieferung ist schon bestellt. Und dann kaufen sie meistens noch diese Fontänen, also diese kleine, wo denn die Kinder auch noch ihren Spaß haben. Und da gibt es dann auch noch so ein Knallsortiment für Kinder, so ein Leuchtspektakel, also so ein kleines Sortiment mit kleinen Leuchten und das geht auch sehr gut. Die Filialleiterin ist sich sicher, das wird alles verkauft, da bleibt nichts liegen. Tatsächlich, die gerade erst gelieferten Raketen und Böller finden sofort Abnehmer. Dem lautstarken Silvestertreiben steht nichts im Wege. Also ein frohes und gesundes neues Jahr.